Wir sind wieder zurück beim Let's Play von Sacred 1. So, wir sind stehen geblieben gewesen bei diesen komischen Drachen und ich habe endlich was gefunden. Filias-gerechter Kopfschutz mit erwarteten Schutz von 142, Widerstand gegen bla bla bla, Waffentechnik plus 8, auf spezielle Moves plus 1, Untote endgültig beim plus 9 und Giftresistenz 25%. Ich muss ehrlich sagen, mein alter Helm hat mir ein bisschen mehr gefallen, aber der ist auch okay und der gehört auch zu unseren Sets, den wir dann irgendwann mal später brauchen. Ansonsten haben wir hier noch eine schöne Waffe bekommen, die wir aber nicht nutzen werden und ja, der Rest war, glaube ich, nichts Besonderes für uns. Ja, wir haben wieder ein Level abbekommen, also zumindest haben wir jetzt ein Level abbekommen, da können wir auf jeden Fall erstmal hier schon mal die Konstitution hochmachen. Und hier gehen wir wieder auf die physische Regeneration. So, jetzt können wir uns mal hier die Schätze noch schnappen. Wenn wir einmal hier sind. Wir hatten eh gleich aussortieren. Ich denke mal, das ist gut. Der Helm. Das ist okay, dass wir den haben. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob wir nicht vielleicht sogar schon so einen Helm hatten. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob wir so einen schon mal hatten. Ich sortiere gerade mal ein bisschen aus. Müssen wir vielleicht mehr mal auf die blauen Sachen gehen. So, jetzt läuft es übrigens auch wieder flüssiger. Ich habe die Priorität mal hochgesetzt. Aber wie bei Sacred 1, dass wir auf 100 FPS kommen. Nein, kommen wir nicht. Wir sind jetzt hier bei 60 FPS. Oh, das ist auch okay. Gut, ich habe auch eigentlich eingestellt, dass er nur bis 60 FPS gehen soll, dass der ja manchmal noch höher ist. Ach, vielleicht stellt er hier automatisch doch nur immer die 60 FPS ein. Das kann nicht sein, dass er da irgendwie bei Sacred 1 das nicht macht, Sacred 2 nicht machen wollte und da einfach irgendwie extrem noch über die FPS gegangen ist. Soll mir aber recht sein. So, hier ist zwar mehr noch von dem Schatz her. Soll uns jetzt aber egal sein, wir gehen mal jetzt wieder hier raus. Ach so, ich habe hier noch die falsche Fertigkeit. So, jetzt aber. Muss ich sogar mal extra wegen euch hier einen Trank nehmen. Ich glaub's nicht. So, und wir sind wieder weitergekommen. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir wieder einen Drachen besiegt haben. Na gut, der war jetzt nicht so schwer zu besiegen. Aber was jetzt der Vorteil ist, dass wir eben jetzt schon, glaube ich, die nächste Rune haben und auch langsam uns dem Ende hin bewegen. So. Und Level 31 sind wir schon. Ich muss sagen, das ist auch schon ein ordentliches Level, dafür, dass wir noch gar nicht so weit sind. Und eigentlich mehr größtenteils auch nur durchwaschen. Ist 31 okay, sage ich mal. So, ich rutsche mal wieder ein bisschen ran, weil ich habe mich jetzt mal ein bisschen anders hingesetzt gehabt, wo ich den Drachen besiegt habe. Jetzt sind wir aber wieder mitten im Spiel und da müsste ich mich mal anders hinsetzen wieder. So. Hier hinten haben wir es auch schon. Wir könnten zwar hier noch ein bisschen mehr leveln, aber warum? So, Dankeschön für das nächste Relikt. Das Element des Feuers. Yes. Fehlt uns eigentlich noch ein Element? Können wir mal irgendwo dann unsere ganzen Elemente sehen? Ich glaube, ich weiß, wo wir die sehen können. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, wir müssen wieder zurück. Halte doch mal ein. Ich möchte mal aber ganz schnell was schauen. Zumindest ruckelt es schon mal nicht mehr. So, Logbuch. Nein, nein, nein. Aha. Element der Lüfte, Element des Feuers. Okay, wir haben nur zwei. Also wir brauchen daher noch mehr. Zwei Stück, glaube ich, noch. Also haben wir noch ein ganz schönes Stück vor uns. Da war das gerade mal das zweite Element. Ich dachte, wir hätten jetzt schon das dritte gehabt. Hier sind alle Gegner-Respawns, auch nicht. Moment, da ist doch, wir haben doch eine Rune bekommen.
Hier muss irgendwo ein Runenplatz sein. Wir gehen nochmal hier runter. Das lasst doch nicht auf mich sitzen, dass ich jetzt hier den ganzen Weg zurücklaufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele Gegner. Es sind ja noch mehr. Da ist nochmal 3, 4 Gegner. Aua des Geistes, eine sehr schöne Attacke. Habe ich bei Sacred 1 nur an, wenn ich einen Magier spiele. Macht einfach, dass die Mana-Regeneration, zumindest die Fertigkeit, wieder schneller nachladen. Sag ich doch, hier ist ein Teleporter. So, wo sind wir... okay. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Zumindest andere Frage, wo müssen wir hin? Da hoch? Ach du meine Güte. Wir müssen also jetzt hier hin. Noch schön Blick und dann komplett hoch. Oder von hier aus rumlaufen. Nee, wir müssen sowieso von hier und hier rum. Oder? Oder sollen wir... Nee, das geht ja nicht. Wir sollen sehr wahrscheinlich nach Borkonmut. So, wo ist denn jetzt hier der nächste Teleporter? Da unten. Dann laufen wir dort mal hin. Oh. Jetzt bin ich außerdem aus dem Bildschirm rausgegangen. Ihr möget es mir verzeihen. Ah, da ist die Aufnahme im Eimer abgebrochen. Na wunderbar. So. Wollte gerade sagen, warum sterbt denn ihr nicht? Das ist ja sehr schön. Das ist ja Wahnsinn. Geht alle tot. Ihr möget bitte alle sterben. Weil ich so hässlich bin, fallt ihr alle um. Außer du. Fallt alle um. Lasst ihr wenigstens auch mal Runen fallen? Nee, die lassen Wände nur Müll fallen, oder? Du kannst eine Rune fallen lassen. Nee. Müll, Müll, Müll. Alles Müll hier, alles Müll. Guckt mich an, ich bin hässlich. Oh, der ist auch wieder hier. Hi. Fallt alle um. Gehorcht mir und kniet vor mir nieder. Was? Warum? Warum ist der nicht umgefallen? Hey, hier ist ein magisches Versteck. Passen die sich ein an, die magischen Verstecke? Oh, ja, machen wir mal eine schöne Rune. Harter Schlag von Gladiator. Da haben wir es wieder, der Gladiator. Der ist auch nicht umgefallen. Verfolg mich nicht. So, wir müssen einmal... Bitte geh. 1035 Schaden machen wir dir, also bitte geh. Es leckt. Jetzt nicht mehr. So, komm schon. Irgendwie haut das nicht hin mit der Prio. Ja, ist ja nicht schlimm. So, bitte das... Na gut, die haben aber keine Slots. Weil wir haben ja 3. So. Wie kann ich hier nochmal verkaufen? Ah, okay. 135 Schaden. Kannst du behalten. So, weg. Das tun wir in unsere Truhe. Weg. Truhe. Aufrüsten. Was haben wir hier überhaupt noch drin?
Handschuhe haben wir, glaube. Grüne, genau. Kann der andere Müll hier auch weg? So, das brauchen wir. Das kann weg. Und dann möchte ich bitte das hier noch haben. So. Geschwindigkeit würde mir sehr gefallen, aber haben wir ja nirgendwo. So, hallo Schmied. Was haben wir hier drinne, was ich gebrauchen könnte? Das vielleicht gegebenenfalls, aber das ist... hat gar keinen Namen. Das hat gar keinen Namen, das Amulett. Hab ich auch noch nie gesehen. So, dann einmal bitte das weg. Dann gib mir mal meinen Hut. Und dann bitte einmal das da rein. Und einmal das da rein. Und bitte schmieden. Und 284 Schutz. So. Dann gehen wir mal zu unserer Truhe. Und packen mal das hier rein. Das hier rein. Und den hier so rein. So, ansonsten, komm, das will ich mir mal aufheben, weil ich glaube, das ist ein Bug, dass da kein Name drauf steht. Jo, was machen wir denn jetzt? Flammenwerfer auf Nummer 6, Regeneration, Brenndauer, braucht man nicht höher zu machen. Das auch nicht. Was können wir denn noch höher machen? Zwergenstahl, Regeneration... die Waffe trifft besser und schneidet durch physische Rüstung. Ja. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was man noch mit Skillen. Kriegsrausch, der Kampfrausch beleuchtet die Angriff eigener Verwundet und erhöht deren Schaden. Wir machen mal Kriegsrausch noch mit hoch. Das gefällt mir nämlich sehr. Abschlag. Eingraben. Wucht. Kriegsschrei, nein. Kriegsrausch. So, das kann auch weg. Und das kann nicht weg. Müssen wir aufpassen, dass ich nicht auf den zweiten Monitor komme. Da wird nämlich automatisch wieder die Aufnahmen abbrechen. So. Und dann haben wir... Ne, warte mal. Kriegsrausch, Kriegsschrei, nein. Kriegsrausch, so. Angriffstempo, Berserker. Damit können wir was anfangen, sage ich mal. Die Dauer ist bei 44 Sekunden, das ist okay. Um da mal ein paar schöne Kombos zu legen. So, dann einmal bitte nach... nein, da wollten wir nicht hin, nach Borg Hohenmut. So. Es leckt immer noch. Ich kann euch aber nicht sagen, warum es leckt. So ruckelt. An den Aufnahmeprogrammen soll es nicht liegen. Kann ich euch nicht sagen. Naja, ist ja nicht schlimm. Bisschen lecken ist okay. Ein bisschen lecken darf schon mal sein. So. Ich hoffe, wir sind da jetzt richtig. Doch, ich dächte. Ich glaube, wir kommen jetzt durch so ein komisches Sumpfgebiet und dann in dem Magierdorf. Aber von da aus sollten wir doch eigentlich schon dann das vierte alkarische Symbol bekommen. Oh mein Gott.
Macht mal hier ruhig. Fällt denn euch ein hier? So. So, Mumie tot. Hast du Gift? Hä? Der sagte doch immer nur, wenn man auch selber Gift hat. Moment. Moment, Moment, Moment. Ja doch, wir haben 15 bis 26 Giftschaden. Hä, woher denn? Bestimmt in irgendein Rüstungsset mit drin. 15 bis 26 im Giftschaden, okay. Das muss mehr Feuer sein, aber kein Gift. Bin ich ein bisschen verwirrt, dass wir überhaupt Giftschaden drin haben. Ja, aber wissen, welche Rüstungsset das mit drin ist. Manchmal ist das noch als kleiner Wert noch mit drin, so als Bonuswert. Aber wir sollten, wie gesagt, unser Augenmerk, zumindest habe ich es auch immer draufgelegt, auf Feuer. Weil alles andere wäre hier bei diesen nicht notwendig. Ich meine, gut, ein bisschen Gift mit drinne zu haben, wäre jetzt nicht schlecht. Aber wir würden eh niemanden vergiften. Wenn man zum Beispiel jetzt richtig viel Giftschaden hat und würde dann jemanden vergiften, würde der Schaden im Mons nach oben gehen. Also der Giftschaden an sich. Da wir aber keinerlei auf Gift aus sind, machen wir einfach dann dementsprechend, wenn wir zum Beispiel Gegner haben, die im Gift resistent sind, würden wir ein bisschen mehr Schaden machen. Doch, wir haben doch vergiftet. Wir vergiften doch, Leute. Mhm. Kann sein, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Ja, die hat Giftschaden. 4 bis 7. Ja gut, dann soll es so sein. Ist mir recht. Aber hier ist wieder der Augenmerk wieder auf, na gut, Feuer 3,6. Ja, ja, wir machen das schon. Vor allem ist es hier so wichtig, dass wir mehr auf Stärke gehen und das oder Angriffswert. Und da hat erwarteter Schaden. Hier ist auch irgendwas verbuggt. Erwarteter Schaden 256, davor ist ein übelste Leerzeichen. Hier ist irgendwas verbuggt in den Spielen. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Okay, hier hätte ich es angeboten, aber es war ein bisschen zu spät. Den Trank früher schon zu nehmen. Vor allem, warum seid ihr alle rot? So, erstmal euch. Dann drehen wir uns einmal um. Und dann gehen die auf die andere Seite. Das ist ja aber wunderbar. So, jetzt seid ihr reingelaufen. So. Mehr kritischen Schaden würde mir auch ganz gut tun. Ach komm. Nerv mich mal nicht. So. Geh bitte tot. Und du bitte auch. Nerv mich bitte nicht. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen ein ganz schönes Stück hier rüber. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ganz schnell in das Dorf da rein, weil da ist nämlich auch ein Händler. Den nehme ich gerne mit. Ah, wie ich euch hasse. Blöden Bogenschützen. Obwohl ich selber auch gerne im Bug hier drinne bin. Weitläuferin. Super Charakter. So, dann einmal hier rein. Unser Stuff verkaufen. Depp. Upp. Depp, 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 depp. Depp, depp. Depp, depp, depp. Und der Rest kann alles bleiben.
So, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie jetzt habe ich mich gestoßen. Und mein Stuhl knarrt wie Sau. Ich habe mir einen neuen Zockerstuhl gekauft, der knarrt aber wie Sau. Da müsste ich wahrscheinlich nochmal die Schrauben nochmal alle nachziehen. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich euch viel Spaß beim Let's Play. Und tschüssi, speichere mal. Und ich will meinen Charakter nochmal sichern, obwohl es ja gleich weitergeht, aber sicher ist.